an welchen Tagen die Streams kommen. Ich habe momentan noch keine wirklich festen Tage. Ich versuche immer abends so ein bisschen zu streamen. Nur ist es, wenn ich halt den ganzen Tag auf der Arbeit bin, bin ich halt meistens erst um 8:30 zu Hause. Deswegen kommt dann sehr, sehr spät, wenn überhaupt, ein Stream. Deswegen will ich aber versuchen, am Wochenende möglichst viel zu streamen. Wir müssen schnell Tails finden. Ja, ja, gehen wir mal. So. Ja. Aber ich werde das auf jeden Fall immer über Discord ankündigen und meistens kündige ich das dann auch nochmal über Instagram an. Ah, hier. Aber morgen werde ich definitiv auch wieder hier streamen. So. Und Yakari schreibt eine Loot. Und zwar schreibt Yakari: Gott, apropos Touren, ich freue mich schon wieder unheimlich aufs Rektouren. Danke für die Loot. Upsala. Nee, nee, wollen wir nicht. Da ist er. Tails ist so süß. Hey Luigi, interessierst du dich auch für Skateboarden? Es sieht ziemlich cool aus, deshalb habe ich Sonic versprochen, mit ihm gemeinsam anzutreten. Aber er ist noch nicht hier und der Wettkampf beginnt gleich. Ich frage mich, was wohl los ist. Der Skateboard-Wettkampf beginnt in Kürze. Alle Teilnehmer bitte hier versammeln. Wer zu spät kommt, wird disqualifiziert. Ich kann nicht länger auf Sonic warten. Luigi, kannst du an seiner Stelle mitmachen? Begib dich schnell zum Treffpunkt. Okay, besiege Tails im Skateboarden. Das geht ja hier wie das Brötchenbacken. Skateboarden ist eins deiner Lieblingsspiele, Sarah. Dann bin ich mal gespannt. Führe innerhalb der vorgegebenen Zeit so viele Tricks wie möglich aus, um Punkte zu sammeln. Der Skater mit den meisten Punkten gewinnt. So, jetzt habe ich hier gerade die Loot. Die darf ich nicht wegklicken, ansonsten kriege ich Ärger von Loot. Tails ist einfach super knuddelig. Ich finde den einfach so, so, so süß. So, neige nach links oder nach rechts, um in diese Richtung zu steuern. Drücke A, um zu springen. Springe am oberen Ende der Rampe für einen Trick in die Luft. Steuere eine Rampe von der Seite an, um darauf zu grinden oder zu sliden. Neige nach links oder nach rechts, um die Balance zu halten und mehr Punkte zu kassieren. Wenn die Superkraftanzeige voll ist, halte R und drücke an einer Rampe A für einen Supertrick. Okay. Ich hoffe, ich krieg's hin. Hey, ich hab doch A gedrückt. Oh, Charmeur hat subscribed. Vielen, vielen lieben Dank dir. Ich würde gerade ganz gerne ein Herz zeigen, aber ich kann es nicht. Dankeschön. Oh, das war perfekt. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Oh, hier, hier, da, warte, warte. Oh. Ich fahre wahrscheinlich gerade hier absoluten Müll zusammen. Im Vergleich zu jemandem, wenn man es wirklich kann. Das war zu früh. Das mit dem Sliden, das habe ich noch nicht so ganz. Aber guck, dafür, dass Luigi eigentlich nicht mitmachen wollte. Ach, muss ich das alles machen? Oder wie? Muss ich überall gucken, dass da Sterne sind, oder wie? Nee, jetzt läuft die Zeit ab. Okay, ich glaube, die Runde war jetzt nicht so schlecht. So. Yay! Mission abgeschlossen!
Oh, wir haben ihn in Grund und Boden gefahren, den armen kleinen Tails. Ich glaube, das war eine ganz gute Runde. Beim Sliden auf die Kante und dann im weißen Bereich bleiben, um die Balance zu halten. Okay. Ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche Abo-Stufen. Subscriber-Stufen. Ich bin mir aber, also, ich. Aber am Handy kann man echt nur die teurere nehmen? Das ist ja doof. Das ist ja blöd. Das ist ja blöde. So, jetzt hier aber mal das Herz noch für Charmeur. Ihr habt jetzt alle hier die 1 vorm Namen, weil ihr die ersten 10 bekommen nämlich dieses Symbol. 5 Euro, 10 Euro und 25 Euro, okay? Das Handy ist teurer wegen der Steuer. Das ist ja doof. Am Handy kann man nur solche Token kaufen. Und ein Token kostet 7 Euro. Ah, also 6,99. Okay. Boah, Luigi, das war fantastisch. Ich wusste gar nicht, dass du so heiße Tricks drauf hast. Tails, hör zu, wir müssen dir etwas sagen. Sonic steckt in Schwierigkeiten. Und Mario und Toad auch. Wir sind hier, um mit dir zu reden. Wir müssen uns überlegen, was wir tun können. Was? Sonic ist in Schwierigkeiten? Und Mario und Toad auch? Sie stecken in der Spielekonsole fest? Ich kann das nicht glauben. Wie funktioniert denn die Maschine? Hey, Moment mal. Das ist... Du siehst die Musik. Kapitel 4, der geheime Trick. Bam, bam, bam. Und wir sind zurück in der alten Welt. Die Olympischen Spiele haben gerade erst begonnen. Beim nächsten Wettkampf gewinnen wir. Ab jetzt wird es ernst. Wir werden die Olympischen Spiele 1964 gewinnen. Keine Frage. Ohoho, ja, so stelle ich mir das vor. Auf zum nächsten Wettkampf, bevor der Kampfgeist sich wieder in Luft auflöst. Als nächstes findet der Weitsprung statt. Möchtest du das übernehmen, Bowser? Bowser im Weitsprung, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Genau das wollte ich hören. Ich bin bereit, durch die Luft zu segeln. Ja, engelsgleich. Dem schweren Panzer. So, Sarahs 2 Kapitel weiter. Okay. Ja, das stimmt. Das ist gut, wenn dass du mir dann Tipps geben kannst. Erdbeeren? Nee, Erdbeben. Ups. Ja, es gibt Erdbeeren, wenn Bowser Weitsprung macht. Ja. Gut. Bowser sieht so doof. Ja, stimmt. Bowser sieht so ein bisschen retarded aus. So. Ich trete hier gegen Mario an. Dem werde ich es zeigen. Okay, Mario. Ich werde dich kräftig mit anfeuern. Bowser? Was machst du denn da? Hast du vor, die Tanzwelt im Sturm zu erobern? Stör mich nicht. Ich visualisiere gerade meinen Bewegungsablauf. Ja, dann wollen wir doch mal. Ja, Erdbeeren wären jetzt auch geil. Drücke A wiederholt, um zur Absprunglinie zu rennen. Je schneller du drückst, desto schneller läufst du. Näherst du dich der Absprunglinie, halte B, um den Sprung einzuleiten. Halte B gedrückt, um den Sprungwinkel anzupassen. Okay. Lasse B beim gewünschten Winkel los und springe. Okay. Mario, erster Sprung. Lauf. Lauf schneller. Gutes Tempo. Was ist denn da passiert? Das frage ich mich aber auch. Arschbombe. Scheiße. Am zweiten Sprung. Oh mein Gott. Wie er einfach im Sand stecken geblieben ist. Komm, der war mal gut. Oh Mann. Der erste Sprung war viel besser. Also auf jeden Fall lustiger anzusehen.
Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Lachen ist ja gesund, ne? Oh, ich bin aber übergetreten. Ja, ich bin übergetreten. Shit. Ah. ja, aber wir haben auf jeden Fall gewonnen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. oh. So richtig so WOM. Sehr schön, Crane hat's geklippt. Sehr nice, sehr nice. oh, das muss ich dann auf Instagram hochladen, den Clip auf meinem Cuddy Gaming Insta. Danke dir. Ah, ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Ja, läuft so. Diesmal haben wir verloren, aber das ist noch nicht das Ende, Bowser. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir brauchen mehr Goldmedaillen. Dr. Eggman, was hat das hier überhaupt für einen Zweck? Sollten wir uns nicht darauf konzentrieren, einen Weg zurück in die echte Welt zu finden? Das beschäftigt dich also? Sollten wir nicht daran arbeiten, einen Weg zurück in die echte Welt zu finden? Hat er doch eben gesagt. Wie bitte? Es geht ums Gold, die Goldmedaillen. Das ist der Schlüssel. Wir können nur in die echte Welt zurück, wenn wir in diesem Spiel Goldmedaillen sammeln. Aber du hast doch gesagt, es gibt keinen Ausweg. Das waren genau deine Worte. Das war komplett gelogen. Glaubst du, ich würde Mario und Sonic solch wichtige Informationen verraten? Ich bin ein Genie und der Schöpfer dieser Welt. Oder hast du das vergessen? Natürlich habe ich den ein oder anderen Trick eingebaut. Und mit einem dieser Tricks können wir in die echte Welt zurückkehren, wenn wir Goldmedaillen sammeln. Ah, und ich bin total darauf reingefallen. Und deshalb, Bowser, müssen wir um jeden Preis Goldmedaillen sammeln. Gold oder gar nichts. Gold, sage ich. Wir müssen Goldmedaillen sammeln. Hab's kapiert. Dann werde ich an den Olympischen Spielen teilnehmen und mein Allerbestes geben. Es wird Goldmedaillen regnen. Komm, Jump'n'Run. Mario, Sonic, ich habe herausgefunden, was Dr. Eggman und Bowser vorhaben. Ich habe sie gerade reden hören. Es gibt einen Weg, aus diesem Spiel herauszukommen. Ich wusste es. Dieser Eierkopf versucht, uns übers Ohr zu hauen. Das habe ich mir schon gedacht. Na dann, wie kommen wir wieder zurück? Offenbar brauchen wir Goldmedaillen. Dr. Eggman redete davon, sie alle zu sammeln. Gerne catch them all. Nächste Woche dann übrigens Pokémon Schild. So ist das also. Deshalb wollten er und Bowser plötzlich unbedingt an den Wettkämpfen teilnehmen. Wir sollten Dr. Eggman fragen, ob wir mit Hilfe von Goldmedaillen wirklich zurückkommen. Ich glaube, sie sind noch da drüben. Bowser ist auf jeden Fall da. Hey, ich habe gehört, es gibt einen Weg zurück. Das hört sich glatt so an, als hättet ihr uns angelogen. Guck mich nicht so an, ich habe auch gerade erst davon erfahren. Das musst du mit Dr. Eggman klären. Was? Wo ist der hin? Abgehauen. Jetzt ist er auch abgehauen. Jetzt sind alle weg. Auch mal Just Dance Stream, wenn mein Wohnzimmer irgendwann mal wieder fertig ist, dass ich Platz habe, könnte ich mir das durchaus vorstellen, ja? Da hätte ich, also ich habe das alte Just Dance, oh Gott, einen der alten Just Dance Teile auf der Xbox gespielt. Das hat mir echt mega Spaß gemacht. Aber ich habe halt momentan nicht den Platz dafür, also hier würde ich von einer Wand an die andere klatschen, das wäre so Pinball-mäßig, bim, bim, bim. Das wird nicht so gut funktionieren. Hey, jetzt ist Bowser weg. Wohin sind die beiden verschwunden? Ein kleiner Pinguin! Pecky! Wie süß ist der denn? Oh! Piep, piep. Ist der aus Mario oder ist der aus Sonic? Der ist ja total goldig.